Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sparfield. So, jetzt heute in der heutigen Folge wollen wir kurz durchatmen, uns beruhigen und vor allen Dingen auch nachdenken. Puh, ja, du hast recht. Danke, ja. Wo ich so darüber nachdenke, kommt mir eine Idee. Vielleicht könnten wir das zu unserem Vorteil nutzen. Was? Wir nutzen die Gelegenheit, um Delgado auszuschalten und gleichzeitig einen Batzen Credits zu verdienen. Bist du bescheuert? Was? Wie sollen wir denn bitte ausschalten? Wir warten ab und attackieren ihn dann im richtigen Augenblick. Bist du bescheuert? Nicht mal der allmächtige Delgado hat eine Chance gegen uns beide. Du weißt schon, dass er der Chef... Was für eine bescheuerte Idee, Mann. Der ist der Kopf der Starfleet. Wenn wir den ausschalten, sind wir beide tot, du Idiot. Manno, die zünden dir den Bart an und treten auf deinem Gesicht das Feuer aus. Und das meinst du ernst? Wir machen das hier und jetzt einfach so. Ja, wir machen das hier und jetzt. Oder wir warten, bis wir das nächste Mal auf einem einsamen Planeten sind und uns ein Eisbruch von Delgado trennt. Du bist ein Vollidiot. Eigentlich müsste ich dich dafür direkt erschießen. Wow, wow, lass mich das doch erstmal kurz erklären. Tun wir mal kurz so, als hätte Delgado recht. Als gäbe es hier Informationen über Crixes Vermächtnis. Aha. Wenn wir ihn erstmal losgeworden sind, graben wir das Zeug selber aus und verkaufen alles an Neva. Dann schwimmen wir in Credits. Und du meinst, Neva kauft uns das ab? Das ist doch so bescheuert. So, und willst du, dass die Crimson Fleet uns den Rest unseres Lebens jagt? Nein, 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 vergiss es. Hör mir zu. Wir servieren Neva die Führung über die Crimson Fleet auf dem Silbertablett. Sie wird sich bedanken, dass wir Delgado ausgeschaltet haben. Wird sie nicht. Ich meine, ich wette einen Monat Beuteanteil, dass er noch nie so angreifbar war. Es ist perfekt. Es ist total dämlich. Ja. Und sind die Informationen nicht mehr wert, als sie uns je zahlen kann? Vergiss es. Wir wissen doch beide, dass alles, was wir hier über das Vermächtnis finden, eine Sackgasse ist. Wenn Neva ihr Leben lang Geistern hinterherjagen will, soll sie ruhig. Aber wir haben Wichtigeres zu tun. Unser Geld ausgeben zum Beispiel. Ja, er ist der schlauste Mensch der Welt, ja. Und woher weiß ich, dass Delgado dich nicht einfach beauftragt hat, meine Loyalität zu testen? Bist du irre? Ich bin doch nicht Delgados Spitzel. Ich reiß mir den Arsch auf, um Crimson Fleet Captain zu werden, genau wie du. Und falls es dir entgangen ist, wir sitzen beide hier fest. Wenn wir hier nicht rausfinden, meldet nie wieder irgendjemand irgendwas. Nee, vergiss es. Ganz ehrlich, mach deinen Scheiß alleine. Kannst ja gerne machen, aber mach's alleine. Schön, wie du willst. Weißt du, fast hätte ich angefangen, dich zu respektieren. Aha. Und jetzt suchen wir einen Weg hier raus. Oh nein, der folgt mir jetzt. Oh nö. Oh, die haben Spaß ohne uns. Na, wir gucken mal, was da passiert. Achso, hier waren wir ja schon mal. Kannst du dir vorstellen, wie wütend die Gefangenen gewesen sein müssen? Da wäre ich echt nicht gern Wache gewesen. Jetzt können wir die öffnen. Okay. Willst du mich verarschen? Das ist eine Möglichkeit. Willst du mich verarschen? Gut, hier waren wir... Oh, eine Slate. Mitgefangen, mitgegangen. Okay, Sauch. Oh. Was zur Hölle ist bitte so wichtig, dass ich um diese Uhrzeit aus dem A-Block herkommen soll? Kennst du Jasper Crakes im D-Block? Der will ausbrechen und er will, dass ich mitkomme. Crakes glaubt echt, dass er aus dem Schloss ausbrechen kann? Warum höre ich das erst jetzt? Crakes hat es nur den paar Leuten gesagt, denen er vertraut. Wir müssen es geheim halten, sonst legt er uns um. Und warum erzählst du es mir dann bitte? Komm schon, muss ich dir das echt erklären? Weil ich dich mag, Rickard. Und will, dass du mitkommst. Wir treffen uns seit Monaten in dem Lagerraum um. Du weißt schon, ich hatte gehofft, dass da noch ein bisschen mehr ist. Mann, Sauch, ich wusste nicht, dass dir das so geht. Gib einfach Bescheid, dann... Oh, scheiße. Ich habe die Aufnahme nicht gestoppt. Aufnahme? Scheiße, was? Rickard! Wir treffen uns nie so spät hier unten. Ich dachte, du willst mich umbringen, okay? Dich umbringen? Himmel, nein. Ich liebe dich, okay? Muss ich es echt sagen? Tut mir leid, Baby. Ich schalte das Ding aus und entschuldige mich, okay?
Okay. Sie hat ihm einen Hackbraten serviert. Ja, das, so habe ich das verstanden. Der gute alte Hackbraten. Gut durchgeschmort. So, ja, das, was ist denn hier los? Aha. Polizeiroboter. Okay, alles niedergeknüppelt, das ist schon beeindruckend. Muss die UC viel Geld gekostet haben, den Laden hier zu verlieren. Geschieht Ihnen recht. Dass ich jetzt den Pimmel an der Backe habe, ne? So. Ja, hier kommen wir nicht durch. So. Geschlossene Kisten, hier ist nüscht. Lebt da oben noch jemand? Ja, ja. Da oben, verwendet das Intercom. Machen wir gleich. Kein Problem. Ist da oben jemand? Ja, ja, warte doch mal. Ich warte auf Antwort. Bitte kommen. Die bezahlen uns nicht genug, um in diesem Schrotthaufen herumzuwühlen. Wolltest du nicht Credits machen? Hallo. Komm schon, die Türen müssen aufgehen. So, ich komme ja gleich. Scheiße! Ist das Ding überhaupt an? Hört mich einer von euch beiden! Oh. Scheiße! Ist jemand da? Lasst den Scheiß! Und geht ran! Hä? Oh, guck mal, komm! Ich probier den mal aus! Ihr zwei habt es also echt geschafft, ja? Ja. Warum bist du so überrascht? Ach Quatsch. Ach Quatsch. Ja, es war knapp, aber wir haben überlebt. Klopft euch den Staub ab und hört zu. Ja. Wir sind offenbar hier eingesperrt, also müsst ihr zwei Dinge tun. Erstens müsst ihr weiter nach einem Weg suchen, die restlichen Türen hier unten aufzukriegen, sonst bleibe ich ewig hier. Und zweitens versucht irgendwas über Jasper Kriggs rauszukriegen. Habt ihr verstanden? Ja, und woran erkenne ich, dass ich was Nützliches über Jasper Kriggs gefunden habe? Ich mach's leicht. Wenn du was findest, auf dem Kriggs oder Vermächtnis steht, dann nimm's mit. Es ist nicht so schwer. Wir treiben ihn in Verzweiflung. Okay, und wie soll ich von hier oben die Türen öffnen? Dios mio. Muss ich euch beiden echt alles haarklein erklären? Ja, klar. Ihr steht im Kontrollraum für diesen Teil der Anlage. Aha. Sucht einen Schalter oder ein Terminal. Oder wünscht es euch ganz fest. Mir egal, aber beeilt euch. Es macht echt Spaß, ihn zum Weißglut zu treiben. Ja, verstanden. Will ich auch hoffen. Und sag Mathis, er soll nicht auf dumme Ideen kommen. Sonst weide ich ihn aus. Ja, da war ja noch was. Gut, offenbar wäre da nichts. Erstmal Mattes verraten. Matthias verraten. Also ich würde es tun, ne? Ich wollte ganz kurz, dann können wir uns noch tiefer in das Vertrauen einschleichen, bevor wir es dann zerbersten. Guck mal, die Krebs, der nimmt sich nichts mit, der Idiot, ne? Der ist einfach so ein Idiot. Der ist so dumm. So. Hast du das gehört? Nee, vergiss es. Ich drehe hier langsam durch. Ja, du machst ja auch gar nichts, du bist einfach nutzlos. Was soll ich dir sagen? Du bist ein Hund. So, ich mag Hunde. Aber den nicht. So. Sie sind festgenommen. Mathis. Ich muss mich dann bei Delgado bedanken, dass er uns einfach sitzen gelassen hat. Ich kann nicht wieder ablegen. Gut, er scheint nicht beeindruckt zu sein. Hier sind Dokumente. Können wir die nicht durchsuchen nach Infos, die wir brauchen? Okay, wir sollen weiter gucken, wie wir ihn da rauskriegen, ja? Ach, da ist die Konsole. Die einzige, die ich nicht gesehen habe. Eine Weltraumheizung und eine heiße Tasse bei Bock geben. Ja. Ich habe eine. So, Transportbereichsteuerung. Lass mal reingucken. Libes Nachricht. Internes Nachrichtensystem für das Schloss von Direktor Tom Gillespie. Abteilung für Gefangenentransporte, Gefangenenklassifikationsprotokolle. Alle Gefangenen sind zu klassifizieren und abhängig von folgenden Kriterien zu ihren entsprechenden Inhaftierungsbereichen zu bringen. Normale Gefangene A bis K, normale Gefangene L bis Z, Gewaltverbrecher, Hochrisikogefangene und Einzelhaft. Hier noch eine Nachricht.
Heute findet der Transport eines Gefangenen der Klasse 5 statt. Extrem gefährlich, gewalttätig, Jasper Crooks. Er trifft mit Shuttle 5 und voller Eskorte ein. Dieser Gefangene ist nach der Ankunft unverzüglich zum D-Block zu bringen. Die Durchsuchung der medizinischen Checks sind erst dann durchzuführen, wenn der Gefangene in Verwahrung ist. Crooks ist schon oft aus der Gefangenschaft entkommen, er darf nicht unterschätzt werden. Ha, was passiert, wenn rauskommt, dass er nie wirklich einen Aufstand verursacht hat, sondern nur zufällig dabei war? LPN 987 und im D-Block ist der bei Hochrisikogefangene. Okay, dann überbrücken wir mal die Abriegelung. Begib dich zum Block D. Jo. Achtung, Abriegelungsmodus wurde widerrufen. Gern geschehen. Ah, jetzt geht nicht mehr, ne? So, jetzt können wir hier durch. Das sieht fantastisch aus. Natürlich erstmal wieder Waffenköfferchen verschlossen ist. Na klar. Natürlich. So, dann haben wir hier was. Und wir könnten, theoretisch könnte das hier funktionieren. Rein da, rein da. Dann, das würde funktionieren. Aber dann bräuchten wir zufälligerweise noch so einen. Fantastisch. So. Prima. Was für schöne Köfferchen. Notizbuch, die würde ich auch alle gerne durchlesen. Ich wette, die Dinger kriechen direkt hinter den Wänden rum. So. Gleich kriech dein Ding hinter den Wänden rum. Abend, Sir. Darf ich mir das mal nehmen? Ich danke Ihnen, Sir. Sehr lieb, Sir. Schaumbehälter, da unten liegt nichts. Das ist aber nur Abfall. Unglaublich, dass hier die Fleet angefangen hat. Das ist Geschichte, Mann. Echt krass. Das ist es wirklich. Und du wolltest ihren Anführer umbringen. Ich sag's nur. Zur Selbstbereicherung. Kaffeetasse. Hier ist nichts Spannendes, ne? Leerer Essensbehälter. Ach hier, Oberflächenspannung. Was haben wir denn da? Abschließender Einsatzbericht, Wache Bryant. Die Shuttle-Rampentechniker haben sich über ein Klopfen oder Kratzen an den Zugangstüren beschwert. Mhm. Wir sollten der Sache nachgehen. Wir sind an die Oberfläche gegangen und dort auf einheimische Kreaturen gestoßen, die sich durch das Eis gegraben hatten. Wir konnten sie zurückschlagen. Sie kommen aber garantiert wieder. Glücklicherweise gab es nur leichte Verletzungen. Erst die Wartungsprobleme beim Schloss, jetzt diese Sache. Wenn das so weitergeht, dann beantrage ich bald eine Versetzung. Ja, die Kreaturen kamen wieder. Du hast völlig recht. Richtig beobachtet. Okay, gut, dann gehen wir mal hier ran. Computer für die... Oh, noch eine Limbs-Nachricht. Von Direktor Tom Gillespie an das Personal, Umweltbedingungen. Wir nehmen die Beschwerden bezüglich der unerträglichen Kälte im Schloss überaus ernst. Leider ist unsere Anlage mit einem mangelhaften Heizungssystem ausgestattet, das der Kälte nur wenig entgegengesetzen kann, sodass in einigen Gefängnisbereichen um die 5 Grad Celsius herrschen. Die Verwaltung ist in Kenntnis darüber, dass die Bedingungen im Schloss alles andere als ideal sind. Bis ein besseres Heizungssystem aus New Atlantis eintrifft, bitten wir um Geduld. In der Zwischenzeit werden tragbare Heizgeräte und warme Kleidung ausgeteilt. Genaue Informationen dazu hat der entsprechende Supervisor. Die haben also wohlwissend das Schloss auf diesem Planeten hier gebaut, auf diesem Eisplaneten. Und ein mangelhaftes Heizsystem dabei. Obwohl die wussten von den Bedingungen, und beim Bau werden die Bedingungen ja auch ähnlich gewesen sein schon. Okay. An sämtliches Personal über improvisierte Waffen. Dieser Sicherheitsalarm gilt für sämtliches Personal. Manche Insassen waren dazu in der Lage, improvisierte Waffen anzufertigen, indem sie den Permafrost von den Zellwänden kratzten. Dazu nutzen sie Wärmespulen aus tragbaren Heizgeräten. Uns bleibt also keine Wahl, als die tragbaren Heizgeräte aus sämtlichen Zellen wieder zu entfernen. Als Ersatz werden zusätzliche Decken und warme Kleidung wie Jacken oder Thermounterwäsche verteilt. Falls jemand einen Insassen im Besitz einer improvisierten Waffe erwischt, ist der blaue Alarm auszulösen, bevor ihm die Waffe abgenommen wird. Noch eine Limbs-Nachricht. Quizfragen für diesen Monat. Glückwünsche gehen an Brian Richard, der das letzte Quiz gewonnen hat. Die neuen Fragen für diesen Monat stehen unten. Viel Glück! Erstens. Welche Art von Stern pulsiert schnell, sodass Durchmesser, Temperatur und Leuchtkraft variieren? Zweitens. Wie wird ein Neutronenstern mit einem extrem starken Magnetfeld noch genannt, der nach einer Supernova auftreten kann? Drittens. Was ist der zweithellste Stern am Nachthimmel von New Atlantis? Viertens. Was ist die größte Struktur im Universum? Tobis Penis.
Fünftens, wie wird das Diagramm genannt, bei dem die absolute Helligkeit von Sternen gegen ihren Spektraltrüb aufgetragen wird? Und wenn ihr die Antworten wisst, ja, die kommen hier bitte alle in die Kommentare. Ja? Ich erwarte von euch, dass ihr die Antworten auf diese Fragen alle ohne Probleme ausschreiben könnt. So, Stromnetz, wir fahren wieder hoch. Haben wir gemacht? Okay. Was ist denn das da drüben? Ach du Scheiße. Da drüben ist wohl ein Wachturm, der den Zellenblock überblickt. Den sollten wir uns ansehen. Da gebe ich der Ausnahmsweise recht. Was war das hier? Sah aus wie ein... hier konnten Besucher sitzen und sich das alles angucken. Oh, warte. Da habe ich wohl was übersehen. Wie konnte das geschehen? Dankeschön, leeres Trinkpack brauchen wir nicht, aber den Helm wollte ich mitnehmen. Wir müssen zu Hause mal wieder Figuren ausstatten. So. Okay. Gut, oh, hallo. 100 Jahre alt, ja? Unglaublich, dass das Ding noch nicht eingekracht ist. Ja. Okay, hier. Hier nix. Hier nix. Okay. Gut. Ich darf nicht vergessen, auch mal oben zu gucken, oder? Okay, hier kommen wir nicht durch. Ich darf nicht vergessen, auch mal oben zu gucken. Okay, wir haben hier so eine Art von Schwerkraft, dann, Stell dir vor, du wirst in dieses Loch geworfen, um zu verrotten. Die armen Schweine. Ja, mal gucken, ob du hier vielleicht ins Loch geworfen wirst. Wenn ich Delgado deine Pläne verrate. Jetzt alle. Was haben wir denn hier? Sektion Zellenöffner. Kaputtes Intercom. Okay. Oh, hallo. Oh nein. Wie können diese Dinger bei der Kälte überleben? Ist doch scheiße. Zellenöffner. Der Zellenöffner ist gesperrt. Okay. Das heißt, wir müssen ihn irgendwo entsperren und dann nochmal zurückkommen. Sehe ich das richtig? Vielleicht im Wachturm. Oh, hey, gefangen. Oh, shit. Mit dem Meißel. Ich glaube, der wollte auch ausbrechen hier, aber... Ich sag's dir, ich tue mir nie wieder Eis in einen Drink. Ah, wo geht's denn hier lang? Das sind schon mal die Zellen. Ist ja schnuckelig. Die Pickwicker. So, wir entsperren notfalls auch manuell. Das ist doch klar. So. Wie beim Notfallservice. Den hier und den hier. Okay, so machen wir's. Bup, bup. Rein da. Und dann den hier und den hier. Bup, bup. Oh, der Graf von Monte Cristo, modisch. Ein Anzug, modisch grün. Ach, man muss hier doch irgendwie rauskommen, verdammt. Ich habe gerade Spermaklinik gelesen. Was ist das denn? Statt Sperrklinke. Ja, das Internet hat mich kaputt gemacht. So. Cradstick, klar, hier drin, na logisch. Der hat ja offenbar eine ganze Apotheke da drin. Wir schon den Müll durchwühlen, können wir uns auch was Schönes mitnehmen. Das mache ich die ganze Zeit, du Idiot. Warum du nicht? Zu spät.
Oh, Aliens, oh, Aliens, oh, übergreifen und so. Oh, oh. Mach mal weg jetzt. Sah aus wie dein Bart. So. Kannst du dir vorstellen, wie wütend die Gefangenen gewesen sein müssen? Da wäre ich echt nicht gern Wache gewesen. Ja, aber keine Sorge, wärst du auch nicht. So, gut, Lehrling, haha. Das passt natürlich wieder überhaupt nicht. Immer diese Dinger, die einem, ne, die einen locken sollen. Das hier wird auch nicht funktionieren. Auch wenn ich wünschte. Das hier und dann... Nee. Nee, so einen haben wir hier nicht. Ist das nicht der hier und dann so ein Vierer-Ding irgendwie? Aber wir haben so einen nicht hier. Das ist ein Durcheinander hier. Okay, diese da und dann bräuchte ich nur noch ein, zwei, noch ein Vierer-Ding. Aber halt mit so einem Zwei... Das kann nicht sein. So. Und dann eventuell den hier. So, und Mist, welcher von denen war das? War das der hier? Der war's. Okay. Hier hätten wir einen Dreier. Und hier hätten wir auch einen Dreier. Das ist ja fantastisch. So. Wieso hat er hier so viel Munition und Stuff drin? Das ist das schlecht gefühlteste Gefängnis, das ich je gesehen habe. Aber ich habe nicht viele gesehen. Okay. Und da oben ging es nicht mehr weiter, ne? Ne, hier war Sackgasse. Le Gas du Sac. Okay. Hallo? Weiter geht's. Ich wette, die Dinger kriechen direkt hinter den Wänden rum. Ich glaube, nachher kommt noch ein großes Ding zum Abschluss. So wie das da unten aussieht, sieht ein bisschen aus wie Arena. Es riecht ein bisschen danach und wir kriegen eine Menge Munition hier gerade. Also wir gucken mal. So, hier würden wir einen Einer brauchen, aber wir kriegen keinen Einer. So ein Zweier haben wir nicht. Das Ding können wir hier nicht unterbringen. Das Ding auch nicht. Das. Den könnten wir halt machen, aber dann fehlt ein Einer. Oder den hier und den hier. So und so. Das würde gehen. Nee, vielleicht da oben. Nee, das passt auch nicht. Das würde gehen und dann bräuchten wir noch einen Dreier, der dem hier ähnlich sieht. Wupp und wupp. Wir kriegen hier verdammt viel Stuff, ne? So, ich gehe hier nochmal nach oben. Wenn wir im Turm sind, sollten wir uns unterhalten. Oh nein, der hat wieder irgendwas vor. Sprich mit Mattis. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Oh no, ich speichere mal lieber. Was denn? Und? Hast du es dir schon anders überlegt? Was meinst du nochmal? Stell dich nicht so dumm. Ich rede davon, der Garde umzulegen und Neva die Infos über Kriegs zu verkaufen. Hör auf davon zu reden, du bringst uns noch beide um. Ja, klar. Du hast es doch gesehen. Diese Dinger, was das auch war, haben ihn wahrscheinlich längst zerfetzt, haben uns die Arbeit abgenommen. Und wenn nicht, kriegen wir es trotzdem hin. Wir müssen uns nur ein bisschen die Hände schmutzig machen. Wäre ja nicht das erste Mal, oder? Hat Delgado nicht einen Haufen von seinen Kumpels dabei? Denk mal drüber nach. Hast du nicht gesehen, dass die Aliens Konfetti aus denen gemacht haben? Es wäre ein Wunder, wenn noch einer davon lebt. Hat uns jede Menge Ärger erspart. Ja. Vergiss es, Mattis. Ich mach bei deinem Plan nicht mit. Dass ich ausgerechnet mit dir hier unten festsitzen muss. Ehrlich. Okay, wie du willst.
Okay, und was machen wir jetzt, nachdem wir beim Wachturm sind, Superhirn? Das war deine Idee. Wir sollten seine Zelle suchen, okay. Wir finden einen Weg hier raus und suchen gleichzeitig nach Infos zu Krix. Das hier möchte ich ihm gar nicht sagen. Ah, wir sollten seine Zelle suchen, nach versteckten Informationen suchen. Du warst wohl auch schon öfter im Knast. Okay, du bist der Boss. Ich meine, theoretisch ist das Angebot ja ganz gut. Oh, Helmständer, können wir da auch durchgucken? Kann man da auch durchgucken? Nee, ne? Hol warten Begleiter ab? Ja, das ist gerade eine schlechte Idee. Achso, der geht einfach so auf. Dann mache ich mir die Mühe gar nicht. So. Tiefenhelm, schöner Cradstick. Also, wir werden hier echt beschenkt in dem Knast, ne? Oh, UC-Wache. Was haben wir denn hier? Gefangenenverzeichnis. Gefangenenverzeichnis Block D, Abschnitt 1. Hauk, Gerold, Peisern nicht erreichbar. Roderick Richard, Emilio Villanueva, Idris Nakar, verstorben. Patrick Hester, Raymond Lee, Luca Pfahn, Craig Rahan, Das Lehr, Junet Hale, Xander Butler, Timon Bean, Leonidas O'Connor, was? Joshua Farrell, Braden Healy, Delvin Mallory, okay. Und hier, Abschnitt 2 ist beschädigt, Abschnitt 3. Aha, Block D, Abschnitt 3. Enzo Owens, Keenan Dixon, Saxon Caldwell, Cole Bowes, Caius McCarthy, Ephraim Talbot, Aston Kane, Pierce Sutton, Rayon. Da ist Jasper Crix, Victor Isbecki. Irgendwie wäre es cool, wenn man zu jedem noch ein Profil abrufen könnte, wenn das hier richtige Computersysteme wären und nicht aber nur diese komischen Desktops immer. So, Limbs, Zugang zum Zellenblock. Aufgrund der anhaltenden Sicherheitsbedenken ist beim Betreten von Zellenblöcken zwecks Durchsuchung und Appell folgende Prozedur auszuführen. Erstens, bei der entsprechenden Schaltanlage für den zugewiesenen Blockbereich ist Meldung zu erstatten. Zweitens, es müssen mindestens vier Sicherheitskräfte anwesend sein. Drittens, über das Intercom der Schaltanlage ist der Wachturm des Blocks zu verständigen. Viertens, für den Zugang ist der tägliche Code zu übermitteln. Fünftens, die Schaltanlage wird vom Turm aus freigeschaltet. Sechstens, durch Aktivieren der Schaltanlage werden alle Zellen im zugewiesenen Blockbereich geöffnet. Siebtens, nach Abschluss der Tätigkeit ist der Blockbereich zu sichern. Bewaffnete Gegenmaßnahmen. Der D-Block ist ein Hochsicherheitstrakt. In ihm werden also einige der gefährlichsten Straftäter dieser Anlage untergebracht. Bei Bedrohungen durch Insassen ist das Personal zu jeder Art von Schutzmaßnahme befugt. Wer im Dienst eine Waffe abfeuert, muss danach an einem Computer das Formular RRP07 ausfüllen, um den Vorfall zu dokumentieren. Oh, huch. Okay, optional, finde das Versteck. In Zelle D02106. Bitte beachten, dass die Security in Zelle D02106 auf mögliche Ausbruchswerkzeuge gestoßen ist. Aktuell ist die Zelle unbelegt, sie wurde also nicht regelmäßig inspiziert. Unser Team hat das wohl übersehen. Bitte diese Zelle verriegelt halten. Sobald ich einige unerwartete, dringende Probleme erledigt habe, werden wir das genauer untersuchen. D02106. Okay. Abschnitt 1. Ich entriegle alles. Abschnitt 2. Abschnitt 3. So. D0206. Zelle D03118? Okay, ist immerhin ein Anfang. Erstmal 106, mein Freund. Waffenständer, Entsperrenmeister. Jetzt will ich mal probieren, ob ich da irgendwie durchkomme. Aber ich glaube bei dem nicht. Schade. Okay, also da oben guckt aber nichts durch, ne? Okay, die Waffe hat so einen langen Lauf, die guckt da unten einfach raus. Die kommt als Snack einfach rausgesnackt. Hast du das gehört? Oh, ist das schön. Nee, vergiss es. Ich drehe hier langsam durch. Okay, ja, komm, ich entsperre das trotzdem mal. Ist aber, ist schon schön. Oh, ich mag das. Ach, bis Hester. So, dann bräuchten wir noch, Entschuldigung, ich lache immer noch ein bisschen. Der hier bringt gar nichts, natürlich nicht. Der hier auch nicht. Der hier könnte was bringen, so. Wenn wir dafür... Ne, der ist es nicht. Der ist es. Und dann...
Da ist ein Ding zu viel verschwunden gerade. Da ist gerade ein Ding zu viel verschwunden. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ist nicht das erste Mal, dass es passiert ist. Das passiert ab und zu mal, wie es aussieht. Einer haben wir, ne? Einer haben wir. Dann mache ich erstmal den hier. Oh. Ja, mache ich erstmal gar keinen von denen. Mache ich den hier und dann mache ich den da oben. Anders ging es ja nicht. Jetzt haben wir nochmal so eins. Haben wir noch einen Einer? Wir haben noch einen Einer. Okay. Dann rein da. Und dann gucken wir mal, wie wir hier vorwärts kommen. Was machen wir mit dem Mad Eagle hier? Können wir den da reinballern? So. Und dann so. Und dann so, ne? Jo. Lasergewehre. Okay. Mit Lasergewehren haben wir noch nicht viel gemacht. Ich meine, war bisher nicht nötig. Okay. Gut, das war's. Die nehme ich noch mit. Wenn wir schon den Müll durchführen, können wir uns auch was Schönes mitnehmen. Das habe ich gerade gemacht. So, kommen wir denn da auch noch anders hin? Also hier rüberspringen wahrscheinlich, ne? Oh, puh. Ich dachte, wir haben alle Zellen entriegelt. Okay, warte. Würde ich nicht sagen. Die sind halt tot. Ah, kaputtes Intercom, Zellenöffner. Komm bloß her! Das wird dein Ende! Na, Hauptsache er hat Spaß. So, Zellenöffner. Okay, wir haben alle Zellen geöffnet. Wir können aber nochmal zurücklaufen. Wir hatten noch einen anderen Zellenöffner. Intercom. Okay. Sieh dir die Zelle an. Kein Wunder, dass Crix hier weg wollte. 118, da will ich noch nicht rein. Da war nämlich noch was anderes. So, Medipack hat ja nicht mehr so geholfen. Die bezahlen uns nicht genug, um in diesem Schrotthaufen herumzuwühlen. Ich bin ganz ehrlich, ich werde hier ganz gut bezahlt. Wenn auch indirekt. Also wie ich das sehe, ist das schon ganz prächtig. Ah, wir haben noch Besuch. Adoleszent. Der war so adoleszent. Das dürre Hemd. Stell dir vor, du wirst in dieses Loch geworfen, um zu verrotten. Die armen Schweine. Ja, mal gucken. Oh, Toilettenpapier. Oh, eine Menge Toilettenpapier. So, okay. Die 106 war jetzt hier aber auch nicht dabei, ne? Und ich dachte, wir machen was Lustiges. Zum Beispiel eine Bank ausrauben oder so. Ah, naja, nicht ganz. 115, 114. Ganz ehrlich, wie findet man sich denn hier zurecht? Ich weiß, wir müssen jetzt hier rein, aber ich will erstmal das Optionale machen. Muss doch irgendwo Schilder geben, wo es da lang geht, oder? Hüp. Oh, hey. Darf ich mir das mal leihen? Wir kriegen echt eine Menge... Ach, man muss hier doch irgendwie rauskommen, verdammt. Wir kriegen echt eine Menge Stuff. Okay. Puh. Dann nochmal rein da. Das hier und das hier. Bup, bup. Und das hier und das hier. Okay. Sieht interessant aus, wenn ich ehrlich bin. Sieht irgendwie ganz cool aus.
Interessanter Jetpack. Komm ich denn jetzt hier wieder hoch? Es ist ein bisschen verwirrend. Ist das wieder der Wachturm? Ist wieder der Wachturm, ne? Aber das heißt, ich kann noch mal ganz kurz zurückrennen. Da unten irgendwo, okay. Denn wir haben hier noch... War das nicht hier irgendwo? Hier. Den Button. Ob der irgendwas macht? Kriegen wir einen Besuch? Mit so einer Knarre so komisch rum. Okay, warte. Ja gut, hier sind wir letztes Mal auch nicht rumgelaufen. Was ist denn da? Die UC4 Geld gekostet haben, den Laden hier zu verlieren. Geschieht ihnen recht. So. Ich sehe alles! Ja, mach mal. Hauptsache Spaß. Der Matthias. Okay, Matthias, yes. Was können wir denn hier Schönes machen? Ich sehe das hier als Chance. So. Und dann hauen wir den hier rein und den. Ein paar Kredite. Huch. Und ein Bildfehler. Das sieht so aus, als könnte man da irgendwie lang, ne? Ob das eine gute Idee ist, weiß ich aber auch nicht. Wow, als ob. Geht's auch nirgends lang, ne? Sieht nur so aus. So, der hat Spaß. Ich lass ihn mal. Er kämpft gerade quasi gegen Windmühlen. Hier ging es nicht weiter. Okay. Dann gehen wir wieder hier runter. Hier waren wir eh schon. Wir müssten eigentlich noch da runter. Ich glaube, wir müssen darüber. Oh, hey. Ach so, ich dachte gerade, wir kriegen Magazine. Oh. Hätte ihr gemalt. Oh. Oder hier war ein Kind eingesperrt. Eins von beidem. Ist das Schlumpfscheiße unter einem Regenbogen? Ich glaube, ja. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Hier gibt es doch bestimmt noch irgendwo einen Button zum Entsperren, oder? Weil ich will nicht jede Tür hier manuell entsperren. Adulte. Die gute Adulte. Ja. Erst war sie adult, dann war sie gekult. Na gucke, da sind wir ja schon. In die 106 wollten wir reingehen, aber das machen wir erst tatsächlich in der nächsten Folge. Da will ich die Geheimnisse aufklären. Ja, richtiger Cliffhanger. Mann, seid ihr. Ihr seid bestimmt schon richtig heiß und ungeduldig jetzt da auf. Was würde ich für eine Weltraumheizung und eine heiße Tasse beim Bock geben? So. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Computer erforderlich. Na toll. Ja, nächste Folge. Ihr wisst, was wir zu tun haben. Wir müssen einen Computer finden und dann können wir uns da drin mal umgucken und finden vielleicht die Geheimnisse von Jasper Crooks. Seine Zelle haben wir schon gefunden, aber die werden wir auch erst in der nächsten Folge aufsuchen. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.